Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit am Sonntag. Jawolla, Rush ist vorbei. Wir können endlich wieder normalen Krieg spielen. Unsere Gegner haben interessante Aufstellungen gewählt. Hart, aber egal. Wir starten rein. Los geht's. So, unsere Gegner sind Naughty Nightmares 2. Der Name ist cool. Naughty Nightmares 2. So, 55 Angriffe haben sie noch. 2730 Punkte. Wir haben 3889 und haben 55. Ja, das heißt, Gleichstand. Wir liegen mit 1100 Punkten vorne. Das freut uns sehr. Ja. Aber es ist tatsächlich so, also ich finde es halt weiterhin sehr unangenehm. Ne? Also Nautica für mich immer noch einfach ätzend, weil ich keine Eule habe. Vivica im Thun-Kostüm finde ich auch ätzend. Und damit wird es dann auch schon weniger, muss man tatsächlich sagen, was man so angreifen kann. Nichtsdestotrotz, das Feld ist noch relativ gut da. Demzufolge greifen wir jetzt an, auch weil es zeitlich einfach privat gerade passt. Von daher geht es los. So, und wir gucken natürlich mal, ob wir irgendwie etwas finden, weiß ich nicht, was, ich nenne es mal eine Schwachstelle hat, keine Ahnung, wie man das beschreiben möchte. Hier Waterpipe außen zum Beispiel, mit Sicherheit nicht so der Clou. Aber Relius, gefährlich, ne? Wiederbeleber in Mittel. Ja, Blüte. Stellt 70% Leben pro jeden entfernten Statuseffekt bei allen Verbündeten wieder her, bis zu insgesamt 560. Hm. Okay. Was muss er? Okay. Ja, haut mich jetzt nicht so um. Das könnte was sein. Das könnte was sein, was wir nehmen könnten. Vielleicht mit einem blauen Team. Komm, wir starten mal hier. Mit Blö. Ja, wir haben natürlich das Ding, ne? Entfernt ja Boni von allen Gegnern. Achso, warte mal, Boni bei den Gegnern? Nee. Und für jedes entfernte Statusweg bei allen Verbündeten. Bis zu, genau. Ja, also wenn wir selber keine Bonis groß haben, dann ist erstmal alles gut. Habe ich irgendein Passiv übersehen oder so? Nee, Reparaturkern. Giftschaden. Okay, na komm. Dann gehen wir da mal drauf und machen das in Blö. Bubbelz in der Mitte. Bubbelzer! So, okay, das haben wir. Haben wir sonst gespielt mit Hathor? Ich überlege, ob wir es irgendwie anders machen. Müssen wir es irgendwie anders? Ah, Bubbles könnte den Effekt von Pfefferflamme auflösen. Also wir könnten das mit Pfefferflamme spielen. Können es aber auch sein lassen. Für Nexa würde Boni auf sich selber geben hier. Pass mal auf, wir machen das doch mit Hathor. Nehmen aber nicht Rook mit, sondern nehmen ihn mit, obwohl, na, er fetzt mehr mit im gelben Team, ja. Er fetzt mehr im gelben Team, von daher machen wir das mal nicht. Nexa wäre aber blöd. Melindor.
Unentschlossen. Ferdinand macht keinen Sinn, weil sie nimmt ja, nochmal reingucken, entfernt Boni von allen Gegnern. Genau. Das wäre blöd. Wir spielen das mit Vivica. Ja, wir spielen das mit Vivica und Kushanku. Okay, so. Du kriegst die Truppe, du kriegst die Truppe und Quentin bleibt bei der normalen. So, und dann probieren wir es einfach so und schauen mal, was passiert. Okay. Nicht ganz so viel. Wir werden Bordbewegung brauchen. Wir spielen das mal links. Ja, dass natürlich da gleich wieder die Kaskade durchlatscht. War natürlich so nicht geplant. Wir spielen mal hier die Blauen. Holen uns ja Gelb hoch. Sophia hat es auch nicht gebracht. Der Blaue war wichtig. Der Rote war jetzt unnötig. Jetzt bin ich am Überlegen. Spiele ich jetzt Blau rein oder spiele ich Gelb? Nehme in Kauf, dass er. Nee, wir nehmen in Kauf, dass Mondblume auslöst oder wie die heißt. Butterblume. So, okay. So, wir probieren jetzt einfach, das Ding wegzuhauen und ihn da hinten zu blocken. Mal gucken, ob das klappt. So, ja, dann machen wir das so. So auf alle. Das hat ihm wehgetan und jetzt gucken wir. Er kann ausweichen, aber nicht den Effekt. Das habe ich ja gelernt durch viele Kommentare, die ihr mir so gegeben habt. Ja, so, damit sind erstmal die beiden, die mich gerade hitten wollten, sind erstmal verhindert. So, Chetto ist auch. Na, das war nicht notwendig. Ich wollte jetzt den gelben nehmen, ja, um Kushanku auf Chetto zu drücken und das hätte auch gepasst. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt nicht aufgegangen ist. Wir haben trotzdem das Problem, dass das Board recht leer ist. Wo hat er denn seinen Scheiß hingeworfen? Das ist irgendwie weg. Hat er das nicht jemandem weitergegeben? Ist ja nicht in Ordnung. So, wir könnten jetzt natürlich Anne noch triggern. Oder triggern wir Mondblume, um den Heiler wegzubekommen, Stück für Stück. Wir triggern mal dahin. Okay, haben wir Glück, dass auch noch Gelb ausgelöst wird und in sie reinklopft. Damit klappt das auf jeden Fall erstmal. So, dann können wir uns ein bisschen heilen. Auch nicht verkehrt. Aber trotzdem noch das Problem, dass immer noch wenig Blau da ist. Aber wir leben und können mitkämpfen. Das ist erstmal gut. Ja, das war klar. Blauer Diamant wäre es gewesen, Alter. Ein blauer Diamant. Wir müssen irgendwie auf Blau hoffen, ne? Anders ist blöd. Okay. Kurz überlegen. Wie hat das jetzt noch einen Zug? Ich weiß gerade nicht, ob ich sie getriggert bekomme,
Mit den drei lilanen Steinen. Wir probieren das mal. Okay, das hat auch erstmal geklappt. Ist gar nicht mitgekommen. Hat die alte Zwiebel doch geheilt? So, wir gehen da drüben hin und nehmen jetzt den blauen Diamant. Da kommt schon wieder so viel Gelb. Heilung ist ja nicht verkehrt. So, Anne kann nichts machen. Chetto wird auslösen, hat den Angriffsdown aber drauf. Ich will irgendwie die alte Nille wegkriegen, aber wir haben blau drunter. Warte mal, wir machen mal. Gehen mal auf Chetto. Und ich glaube, dann gehe ich auf sie hier. Die nervt mich einfach hart. Die nervt mich einfach hart. Blauen müssten reichen, genau. Und dann gehen die gelben nämlich geghostet durch. Das ist super. Okay. Dann gehen wir auf ihn da hinten an der Ecke, dass er uns in Ruhe lässt. Dann werden wir auch gleich nochmal hart triggern und kümmern uns dann lieber um Anne. Dann könnte es auch sein, dass er sowieso schon down ist. Okay, er ist ausgewichen. Also spielen wir da mal galant rein. Genau, box dich selber, du Affe. Okay, blau ist nicht mehr vorhanden. Aber das ist auch nur mittelschlimm. Weil wir haben noch Kuchanku, mit dem wir jetzt zur Not dann da reagieren können und können uns jetzt auf der rechten Seite haben wir Platz. Ja, also wir haben gewonnen, ne? Also das steht außer Frage. Aber man muss sagen, war am Ende final. Zu Anfang muss man ganz klar sagen, kein Selbstläufer nicht, ne? Also ganz so einfach war es dann doch nicht. Dann weiß ich nicht. Nehmen wir. Ich komme nicht damit klar, wenn man kleinere Gegner angreift. Ich hasse es. Was können wir denn da machen? Sternenläufer ist natürlich auch gemein. Ja, gemein, Garten auch. Müssten wir also mit hart rot reingehen? Jetzt ist die große Frage. Da würden mir jetzt alle sagen, das kannst du nicht machen. Gut, dann machen wir das nicht, dann machen wir es eher so. Und hoffen auf Reflecto Bleu. Ja, wir versuchen, Gorilli in die Spur zu bekommen für Box-Sprühregen und Sternenläufer raus. So, jetzt wäre natürlich Überheilung noch gut, weil wir kriegen ja definitiv Unterheilung. Was? Unterheilung? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Könnten jetzt natürlich auch versuchen, so einen bratzigen Kirill zu nehmen. Oh, wir machen das mal so. Könnte eventuell
Überlege. Ich habe halt das Problem, wenn die Affen Weichhaut bekommen, dass ich sie nicht so richtig weggesplasht bekomme, ne? Nicht so richtig weggesplasht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Krampus ohne irgendwas. Geht's um die Lakaien? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Lakaien die Weichhaut plätten. Ich glaube ja. Pass mal auf. Wir gehen damit, weil. Und jetzt kommt dieser hässliche. Dieser hässliche Garten macht ja Überheilung. Und wenn wir dann Camilla vielleicht in die zweite Stufe bekommen. Macht die ja viel mehr Rambazamba. Und wenn wir zwei haben, können wir ein bisschen variieren. Wir machen das einfach so. Das machen wir jetzt einfach so. Und das Board sagt nein. Das Board sagt nein. Ah, okay. Wir spielen mal das in der Hoffnung, dass unten Rot nachrutscht, dass da Grün ineinander fällt, war mir klar. Jetzt ist die Frage, was macht man mit dem Rot, was nachgerutscht gekommen ist? Spielen mal hier in der Hoffnung, dass da Rot nachrutscht. Okay, rutscht nochmal nach, verschiebt mir aber wieder alles. Eine richtige kleine Drecksau. So, Garten wird eh auslösen, also da kommen wir nicht drum rum. Schon mal wehgetan. Danke dafür. Wir werden uns Sprühregen fangen, ne? Das ist nicht gut. Aber wir sind erstmal noch am Leben. So, okay. Wir nehmen erstmal alles runter. Ich weiß, Weichhaut und so war klar gewesen. Dann machen wir mal ihn. Weil wir haben das Problem, dass er hier gleich auslösen wird. Und er muss sich definitiv ins Off schießen. Sonst ist das Mann schlecht. Und er steht eigentlich gar nicht mehr so gut da und es liegen noch blaue Steine drunter. Wir werden mal auf ihn gehen. Genau. So, ihn triggern wir jetzt. So, okay. Ja, das war gemein. Das hätte nicht sein müssen. Also, dass der Hypnos jetzt noch eine Beule kriegt, das war unnötig, finde ich. Das war unnötig. Wir geben uns mal ein bisschen Heilung. Mal in sie rein, sie kriegen wir sowieso nicht verhindert. Wir gucken, wen sie nimmt. Okay, einen, der alleine steht, das ist an sich ja erstmal ganz gut. Es kann sein, dass wir mit den Blauen hier es schaffen durch die Heilung, dass wir sie am Leben halten. Genau. Aber ist nicht voll geworden. Schade. Hätte ja sein können. Nehmen wir die mal hier hoch. Uns fehlt es halt an Rot, ne? Das ist jetzt im Moment das größte Problem, dass es uns an Rot fehlt. Garten wird wieder auslösen und uns geht natürlich. Dann die Zeit flöten. Nicht einfach. Spiel's mal so. Das war, glaube ich, nicht clever. Ich glaube, ich hätte blau spielen sollen. Ich glaube, ich hätte die drei Steine blau spielen sollen.
Habe ich aber nicht gemacht. Scheiße. Glaube, das war falsch. Da ist natürlich der nächste Heiler weg. Das ist natürlich schlecht. Das war noch eine Ecke schlechter. Schade mit E. Jetzt ist die große Frage, können wir was spielen, was uns eventuell noch irgendwo Schaden reindrückt, ohne dass wir Garten auslösen? Also wir haben verloren, ja, da brauchen wir nicht mehr drüber reden, also da müsste mit dem Teufel zugehen. Das Problem ist, dass ich nicht viel spielen kann. Ich kann die Bombe spielen, ich kann den gelben, den er mir anzeigt, für die Bombe nehmen, ich kann auch oben drüber grün nach links spielen, aber alles wird wahrscheinlich nicht dazu führen, dass sich irgendwas zusammenschiebt, was noch Schaden generiert, sondern alles wird nur dazu führen, dass Garten heilt. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Lassen den mal stehen, mal gucken, eventuell Power und so. Mal schauen. So, was ist hier los? Jolt, Mitte, Jolt, natürlich, Jolt. Mitte kurzen Hose. So. Geht euch alle durch. Ist unangenehm, ja? So in sehr schnell. Aha. Das nehmen wir trotzdem. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das Beste, was wir haben, hauen wir da drauf. So, wir geben dem Heiler die Truppe und dann Feuer frei. Mal gucken. Ja. Und da siehst du wieder, wir werden, ich sage es voraus, wir werden diesen Kampf verlieren, obwohl ich mit einem 6800er Team auf einen 6900er Gegner gehe. Es ist, wie es ist. So, wir spielen erstmal da, damit wir uns das eine rote Match zumindest mal zusammenholen. Wir haben halt das große Problem. Wir brauchen massiv Bordbewegung und es ist nichts da. Wir spielen mal das, weil das geht zumindest mal in Lila. Aber es kommt auch hier nichts nach. Also spielen wir mal die Gelben da. Jetzt kriegen wir mal zumindest Bordbewegung, aber es kommt kein Gelb nach. Ja, so langsam sammeln sich die gelben Steine. I'm very happy. Hathor verdaut das. Aber ist natürlich auch gleich wieder online, die gute Fee, ne? Also in der Mitte. Und es ist nichts da. Er ist leider nicht ausgewichen. Wäre ein feiner Zug gewesen. Dafür hat man ihm ja das Talent gegeben. Aber wenn er das nicht anwendet, war, machst du nichts. Und dann steckt da auch nichts ein, der Pappteller. Ich weiß, ist geblendet, kann verfehlen. Macht er auch. Alles gut. Brauchst dich nicht aufregen, weil du bist chancenlos, wenn du so viel Board bewegen musst. Dann ist es einfach chancenlos. Ich meine, wir leben ja sogar noch, ja. Muss man ja tatsächlich mal sagen. Aktuell leben wir ja sogar noch. Wenn jetzt Gelb in der Mitte nachrutscht, kann das sogar noch interessant werden.
So, Pfefferflamme ist aber auch weit weg von, können wir was Cooles draus machen? Ja, und das Mistvieh in der Mitte steht immer noch, ne? Na los. So, und jetzt müssen wir auf ganz viel Gelb hoffen, dass wir hier noch irgendwie eine Chance haben. Also Gelb und Rot, ne? Eine schöne Kombination daraus wäre gut. Das Problem ist, die blöde Kuh, die senzt jetzt schon wieder durch. Jetzt muss die Hardhor stehen lassen. Ja, Eule holt wieder. Wir haben wieder Blenden. Wird wahrscheinlich jetzt wieder verfehlen. Ja, sag ich ja. Und das ist halt blöd. Ne? Wir spielen mal den. Das geht in Blau über an mehreren Stellen. Ja, und jetzt ist es dann halt auch gelaufen. Ne? Also, da machst du nichts mehr. Und da siehst du halt auch, und da können wir immer drüber diskutieren, wie wir wollen, macht das Board nicht mit. Macht es halt nicht mit. Also, es sei denn, ich habe 300 Sachen falsch gespielt, dann immer in die Kommentare rein, ja. Kein Problem. Ja. Jetzt löst er nochmal aus, heilt natürlich auch nochmal. Zum Glück sehr wenig. So, jetzt können wir überlegen, ob wir da nochmal rauf tun. Das machen wir auch. Da tun wir nochmal drauf. Und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Ja, und auch hier sieht man, das wird auch haarig. So, wir haben die Situation, wir haben Ludwig an. Das heißt, wir knallen mit Absicht jetzt auch vorne rein. Gerade der sehr schnelle, der darf eigentlich gerne auslösen. Eine Stein müsste reichen, dass der auslöst. So können wir wenigstens das noch abfangen. Wir müssen hoffen, dass da unten grün kommt. Schade. Schade. Das wäre die Hoffnung gewesen. Mann, und dieses Mistvieh stirbt aber auch nicht. Warum stirbst du nicht? Ist doch scheiße. Ist doch einfach scheiße. Ja, okay, wir kriegen Lila, aber die Sense geht gleich wieder an hier in Blau und trifft uns wieder hart. Okay, da kommt Grün nach, damit ist Rotz zumindest mal online. Aber das wird uns jetzt wehtun. Ich schätze mal, dass unser Hund-Kollege, ah, doch nicht. Ah, das Blenden ist halt scheiße, ja. Aber gut. Was willst du machen? So, wir haben viele Steine da. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Richtig? So, was war hier gewesen? Bei 12 geht es auf alle. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Wir hoffen jetzt auf noch ein... Kommt natürlich nicht.
Ich muss nochmal zählen. Ich bin verwirrt. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 11. Mann, ist doch scheiße. Wir spielen es jetzt so. Wie lange haben wir denn dieses beschissene Blenden noch drauf? Jetzt kommt doch wirklich da unten noch grün nach, was ich nicht wollte, weil ich wollte natürlich auf die Eule hauen nach dem Blenden. Ach Mann, ey. Und na klar, holt sie wieder. Fuck you, ey. Mann, Mann, Mann. Ich meine, was man ja sagen muss, und das muss man einfach so sagen, was ich ja gut finde, ist, hier kann man wenigstens mal mitspielen. Wie oft belebt sich dieser blaue Drecksheld wieder? Es ist doch lächerlich. Es ist doch die letzte Potsau. Es ist unfassbar, ey. Nun stirb endlich, Eule und blauer Saftsack. Ich glaube, die Scheißeule wieder nicht. Ja, da kommt der Wauzi. Und bash dich weg. Drecksau. Ey, wirklich wahr, Junge. Unfassbar. Fick Idiot. Ich hätte doch schon Ludwig anmachen müssen. Sagt aber auch keiner was. Ah, gucken wir mal, ob hier grün kommt. Mann, 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 ey. So, mehr als hier noch Steine haben wir ja. War das ein Kampf, Junge? Da wundern sich alle, dass ich Falten auf der Stirn habe. Kein Wunder. Kein Wunder. So, okay. Zwei haben wir noch. Zwei haben wir noch. Ja, auch schon wieder so eine Schweineeule. Nubis. Was macht denn Torben? Ach so, ja, stimmt. Das ist echt scheiße. Das ist quasi der Quinten in Rot. Ja, da war der noch schön. Den Leonidas haben wir noch. Bisschen Rot haben wir noch. Blau haben wir noch. Ein bisschen Lila haben wir noch. Mhm. Ist ja eigentlich ganz okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Problem ist, ja, also Waterpipe steht ja hier scheiße, ne? Das ist eine Schwachstelle. Das große Problem ist eigentlich, dass wenn ich hier zum Beispiel mit meinem blauen Team reingehe, versuchen würde, dass ich das Problem habe, dass Magni und Oberkahn vom Deathdown nichts abkriegen. Das ist eigentlich mein Hauptproblem dabei. Das ist nicht so cool. Aber es ist ein Gegner, der nicht, was heißt nicht ganz so schwer ist, aber der zumindest mal
die Chance hat, irgendwas zu holen für uns. Pass auf, wir gehen da einfach mit Cinnamon und Sobek rein. Wir machen das einfach. Weil was soll schon passieren, außer dass wir verlieren? Und jetzt können wir überlegen, ob wir noch ihn mitnehmen. Die Frage ist, kriegen wir Ferdinand vorher an? Bevor der Kollege in Rot Pfefferflamme auslöst. Wir wissen es nicht, wir müssen es überraschen lassen. Los geht's. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben zumindest mal Blau. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht ganz brasselig spiele. Einen roten Diamanten haben wir auch noch. Ich spiele mal so. Oh, das war viel. Das war viel, ja. Sehr, sehr schade. Und damit nimmt uns Pfefferflamme raus. Und wir sind auch noch galante 3 Steine entfernt zu einem normalen Auslösen unserer Helden. Da hätte ich mir vielleicht hätte ich mir mehr Zeit nehmen müssen, gerade zu Anfang. Aber auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, mag mein Zug in Pfefferflamme rein offensichtlich der falsche gewesen sein, dass da drunter die Kaskade kommt, die Pfefferflamme nach dem ersten Zug, also nee, war ja nicht der erste, war ja der zweite, ja, auslösen lässt direkt, das weißt du halt vorher auch nicht. Versteh mal. Das weißt du ja vorher nicht. Das ist dann natürlich blöd. So, mit O und sehr mit L. Letzter Schuss. Auch nicht perfekt. Das war natürlich gut. Bin ich erstmal dankbar. Wir spielen mal durch die Mitte. Ja, es hat sich nicht viel entwickelt hier tatsächlich. Ich habe diesmal erst Grace gespielt und dann ihn hinterher. Dass er da ein bisschen doller drauf möbelt. Okay, wir kriegen jetzt gleich Ganju auch noch. Na, Eulen oben drauf, nicht so cool.
Ausgewichen, sehr gut. So, wir ackern auf der linken Seite. Aber die Eule hält natürlich auch was aus. Ja. Er wird sowieso auslösen. Vielleicht kommt ja was nach, was Hübsches. Das war tatsächlich ganz gut. So, Ruf auf der Eule wieder. Mann, die Eule ist doch fast weg, ey. Scheiß dir nicht ein, da, Junge. Das hat natürlich bei Waterpipe schön gefruchtet. So, und der eine rote müsste vielleicht, jawohl, für die Eule reichen. Und Waterpipe auch erstmal weg. Okay. Da waren natürlich jetzt glückliche Umstände mit bei. Ja, bin ich ehrlich? Bin ich ehrlich. Ja, möchte mich ja nicht mit fremden Federn schmücken, bin ich ehrlich, war so. War so. Lirum, Larum, Löffelstiel. So, dann haben wir grün, was wir durch die Mitte ghosten können. Und sind dann erstmal wieder geladen. Geladen, geladen, geladen. Na nu, was? Ah, in den Oberkanrähen. Ubakani. So, okay. Dann schrumpfen wir mal mit ihm rauf. Er widersteht sowieso, ist klar. Okay. Und jetzt geht es darum, Oberkan Stück für Stück zu zermürben. Die Mürbi-Taktik. Ja, machen wir es so, dann geht relativ viel, kommt nachgerutscht. Mürbi, wir haben grün drunter auf jeden Fall. Das ist gut. Er wird sich jetzt 740 mal wiederbeleben wahrscheinlich. Ich glaube, er kann das. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, heute konnte das nicht. Ja, heute konnte das nicht. Alter. Voll krass gespielt heute. Voll krass gespielt. So, wie sieht's aus? 176 Punkte. Und es lässt mich da schon sprechen, dass ich voll krass gespielt habe heute. Eigentlich traurig, ja. Eigentlich traurig. Aber man muss dazu sagen, waren auch Dinge bei, die nicht zu holen waren. Ja, also ich glaube, den einen oder anderen konnte ich nicht gewinnen. Also egal, was ich mitgenommen hätte. Unter anderem mit meinem gelben Top-Team. Und da muss man ja tatsächlich sagen, dass ja auch noch von der, da kam ja, also ich habe ja lange gelebt, ne? Weil ja der Gegner gar nicht so viel Power hatte. Und trotzdem scheißt du mit einem 6100er-Team ab. Du-dumm. So. Was soll ich dazu sagen? Oh, ich klebe hier fest am Stuhl. Ja. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Restsonntag. Ja, genießt es. Guckt Formel 1 nachher. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.